Bist du sicher? Ja, das wird ein Abenteuer. Der erste Mensch auf dem Mond. Das wäre was. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Erst wenn wir diese Aufgaben gemeistert haben, können wir daran denken, auf dem Mond zu landen. Neil, wenn dieser Flug ein Erfolg wird, gehen Sie in die Geschichte ein. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Wir planen, dass der Flug ein Erfolg wird. Das ist ja vielleicht ein fettes Gerät. Das Ding geht hoch wie eine Atombombe, wenn es explodiert. Die Kapsel ist nicht sicher. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Das ist keine normale Reise, Neil. Keine Fahrt zur Arbeit. Kommst du auch bestimmt wieder? Es gibt Risiken, aber wir haben die feste Absicht, zurückzukommen. Hat jemand mal ein Schweizer Armeemesser? Ein Schweizer Armeemesser? Soll das mit sein? Dann mal los. 6, 5, 4, 3, 2. Zahlen Sie dafür nicht einen zu hohen Preis an Geld und Menschenleben? Wenn man hier unten steht und nach oben blickt, denkt man nicht daran. Aber die Weltraumforschung verändert unsere Perspektive. Wir können dadurch Dinge sehen, die wir schon längst hätten sehen sollen. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. But they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the search for truth and understanding. They will be mourned by their families and friends. They will be mourned by their nation. They will be mourned by the people of the world. They will be mourned by a Mother Earth that dared send two of her sons into the unknown. In their exploration, they stirred the people of the world to feel as one. In their sacrifice, they bind more tightly the brotherhood of man. In ancient days, men looked at stars and saw their heroes in the constellations. In modern times, we do much the same, but our heroes are epic men of flesh and blood. Others will follow and surely find their way home. Man's search will not be denied. But these men were the first, and they will remain the foremost in our hearts. For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Good night.
Now I will tell you the secret of the Apollo moon landings, which is, there were none. No one has ever gone to the moon. Danke, Leute. Drehschluss für heute. Bis morgen. Die Mutter aller Verschwörungstheorien. Wirklich, ist die Sache mit der Mondlandung. Und ich habe ja mal den ersten Mann auf dem Mond kennengelernt. Und er war da. I prefer my theory of the moon landings over the accepted narrative, even though, as a kid in the 60s, I was very swept up in the whole thing. I had the astronauts' pictures on my walls. I had a small library about NASA and the Apollo missions. I followed all this stuff closely. In 1969, I was almost as into Apollo as I was the Mets. Which was a lot. Die Konsequenzen, die sich aus diesen Verschwörungstheorien ergeben, sind so hirnrissig, dass ich mich immer wieder darüber wundere, weshalb ich mich eigentlich darüber so aufrege. Weil eigentlich kann doch ein normaler Mensch das nicht wirklich ernst nehmen. We like to think of ourselves as discriminating. But that little vanity bubble is easily popped. Being able to think and actually thinking are two very different things. That we can think doesn't mean we do. The real teaching of the great religions is that we will believe any crazy shit, as long as others believe it too. And we're all just as desperate to believe as the most brainwashed member of the most bizarro cult. This insane gullibility doesn't just apply to one or two areas of life. It's the very fabric of our existence. It's there to be seen wherever we look. So the power of delusion depends on us, not looking. So, let's look. Eine neue Technologie verändert die Welt von Grund auf. Die Atomspaltung. Zwei Supermächte beherrschen die Welt und belauern sich jahrzehntelang in einem Zustand zwischen Krieg und Frieden. Dies ist die Geschichte des Kalten Krieges, als die Erde oft nur einen einzigen Knopfdruck von der totalen Zerstörung entfernt war. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. Seit dem 4. Oktober 1957 hat der Kalte Krieg auch noch einen anderen Schauplatz, das Weltall. Heute steht ein neuer Mond am Himmel, eine 58 Zentimeter Kugel von einer russischen Rakete in den Erdorbit gebracht. Sie hören die Signale des Satelliten auf der Umlaufbahn. Eine der großen wissenschaftlichen Leistungen unserer Zeit. 63 Jahre nachdem Russland mit Sputnik 1 den ersten Satelliten in die Erdlaufbahn geschossen hat, machte Sputnik im vergangenen Sommer das Rennen um den ersten weltweit zugelassenen Corona-Impfstoff. Präsident Eisenhower beeilt sich, sein Land zu beruhigen. We must see to it that whatever advantages they have are temporary only. Der erste US-amerikanische Satellit soll kurz darauf am 6. Dezember 1957 von einer Vanguard-Rakete auf die Erdumlaufbahn gebracht werden. Der Ruf einer gekränkten Nation steht auf dem Spiel. Ein Augenblick hoher Erwartungen, nachdem der Startknopf nun gedrückt ist. Tritt er aus der ersten Stufe Treibstoff aus? Es kommt zur Katastrophe, wie dieser offizielle Film nur zu deutlich zeigt. Die
Anfang Februar 1958 gelingt dann der Start von Explorer 1. Der Wettlauf zwischen Ost und West ins All geht weiter. Klar, diese gewaltigen Anstrengungen wurden unternommen, um strategische Raketen und Waffensysteme dafür zu entwickeln. Die diesjährige Parade auf dem Roten Platz war eine ganz besondere, denn sie beging den 40. Jahrestag der Oktoberrevolution und lieferte den Beweis, dass wir im Raketenzeitalter angekommen sind. Moderne Waffen wie diese demonstrieren Russlands Schlagkraft. 1957, das Jahr der Rakete, hat die Realität eines Vernichtungskrieges per Knopfdruck sehr nahe rücken lassen. Beide Seiten wollen einander auf diesem neuen Kriegsschauplatz ständig übertreffen. Mit einem Gewicht von knapp 4000 Kilogramm ist der Satellit auf dieser Atlas-Rakete der bisher größte, dreimal so schwer wie Sputnik 3. Sowjetrussland erringt einen dramatischen Sieg bei der Eroberung des Weltraums mit der ersten Mondsonde Luna. Diesmal startete die Vanguard einwandfrei. Ihr Satellit wird die Erde wie die anderen mit 30.500 Stundenkilometern umkreisen. Viel los dort oben. In Moskau fand eine Pressekonferenz der Weltraumhunde statt. Strelka, kleiner Pfeil, und Bjelka, Eichhörnchen, scheinen in ausgezeichneter Form zu sein. Sie umrundeten die Erde 17 Mal in 320 Kilometern Höhe und hätten wirklich etwas zu erzählen, wenn sie nur sprechen könnten. Als der Tag endlich gekommen ist, am 12. April 1961, ist die Welt eine andere geworden. Die Erde schaute zart blau aus, schwebend in einem schwarzen Himmel. So beschreibt der erste Mensch im All seine 108-minütige Reise, Major Juri Gagarin. Und ich habe ja mal den ersten Mann auf dem Mond kennengelernt. Und er war da. Ja, ich habe ihn tatsächlich kennengelernt, auch noch an meinem 50. Geburtstag. Also Neil Armstrong. Der war da. Apollo-Astronaut. Leiden immer noch, wenn immer und wieder sie treffen Leute und die zweifeln an ihrer Geschichte. Das schmerzt sehr. Und deshalb, wenn ich persönlich dabei bin mit dieser Astronaut und solche Leute treffe, dann probiere ich sofort anzuworten oder diesen Astronaut zu schützen. Lukas Viglietti war jedoch nicht dabei, als 2002 einer dieser Verschwörungstheoretiker auf Buzz Aldrin traf und ihn als Lügner und Dieb bezeichnete. In Amerika, es gibt einen Journalist, ziemlich giftig, Bart Siebel, und er ging beim fast alle Mondspazierer und er wollte vor laufender Kamera sie zwingen auf Rechten auf dem Bibel mit dem Spruch, ja, ich war wirklich auf dem Mond und mit dem Hand auf dem Bibel. Und beim gewissen Leute, das war nicht eine gute Erfahrung. Und Buzz Aldrin hat sogar einen Faust verpasst. You're a coward and a liar and a thief. Aldrin hatte auch mit 72 Jahren noch ordentlich Punch. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that. Well, the whole Apollo program was designed to get through the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something that only history will be able to judge. What's the feeling in here with Apollo?
Okay, all flight controllers, go to Mission Control. Go, I know. Go, go, Capcom, we're go for landing. Houston, you're go for landing, over. Roger, there go for landing. 19, 2.5 down. 30. 30. 4 forward, just in the right Okay, all flight controllers, go to Mission Control. Go, I know. Go, Nice. Control. Go, Welcome. Go, GSC. Go, Econ. Surgeon. Go, Capcom, we're go for landing. Hast du dir auch schon mal gedacht, dass alles, was es gibt, gar nicht echt sein könnte? Nur ein Traum, nur irgendwie ausgedacht. Vielleicht hattest du auch schon den Gedanken, dass man sich genau genommen bei nichts wirklich sicher sein kann. Nicht einmal, dass du dir jetzt genau dieses Video anschaust. Können wir denn, so könnte man denken, überhaupt irgendetwas sicher wissen? Wenn dir manchmal solche Gedanken durch den Kopf gehen, hast du Anteil an einer langen Tradition des Denkens. Diese nennt man Skeptizismus oder auch Skepsis. Diese Begriffe bedeuten, dass man nichts sicher wissen kann. Ohne Skeptizismus, ohne Zweifel, begründeten Zweifel, kann Wissenschaft nicht funktionieren. Zweifel stehen im Zentrum der Wissenschaft. Wissenschaft muss zweifeln. Wir erforschen Dinge, weil wir neugierig sind oder bezweifeln, dass die bestehende Erklärung die richtige ist. Wir brauchen den Zweifel in der Wissenschaft. Naomi Oreskes lehrt ihre Studierenden, Methoden zu erkennen, mit denen die Wissenschaft vorsätzlich blockiert wird. Die Entdeckung dieser langen Geschichte von Täuschungen hat eine neue akademische Disziplin hervorgebracht, die Agnotologie, die Lehre vom Nichtwissen. In der Agnotologie werden die verschiedenen Formen unserer Unwissenheit analysiert. Ein ungewöhnlicher Forschungsgegenstand. Das ist natürlich ein Paradox auf den ersten Blick, dass man sich mit etwas befasst, was per Definition nicht da ist. Anfangs haben sie uns dafür ausgelacht. Es sei keine Wissenschaft, die Abwesenheit von Wissen, das Nichtwissen zu untersuchen. Aber das Lachen dürfte ihnen vergangen sein, weil auch sie allmählich begreifen, wie verbreitet dieses Problem sein könnte. In der Philosophie gibt es drei starke Argumente für den Skeptizismus, die alle schon bei René Descartes zu finden sind. Erstes Argument: Unsere Sinne täuschen uns manchmal. Wir glauben, etwas zu sehen, was es gar nicht gibt. Woher aber sollen wir dann wissen, ob nicht auch alle anderen Wahrnehmungen, die wir haben, ebenso falsch sind? Jedes Mal, wenn wir etwas sehen oder hören, könnten wir uns täuschen. Zusammengefasst lautet das Argument: Wir können nie sicher ausschließen, dass wir von unseren Sinnen getäuscht werden. Zweites Argument: Könnte es nicht sein, dass wir einfach nur träumen? So wie der chinesische Philosoph Chuang Tse, der morgens aufwacht und sich nicht sicher ist, ob er ein Mensch ist, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein, oder ein Schmetterling, der gerade träumt, ein Mensch zu sein. Vielleicht hast du auch schon mal geträumt, dass du gerade aufwachst und dann wach wärst, obwohl du weitergeschlafen hast. So könnte man sich, sagt das Traumargument, das ganze Leben vorstellen. Wir glauben nur, dass wir wach sind. Zusammengefasst lautet das Argument: Wir können nie 100%ig ausschließen, dass wir träumen. Drittes Argument: Könnte es nicht auch sein, dass wir ferngesteuert werden? Dass wir gar nicht als wir selbst handeln, sondern wir wie Marionetten an Schnüren bewegt werden? Vielleicht sind wir auch nur ein Gehirn in einem Tank, das von außen mit Impulsen gefüttert wird. Oder, wie Descartes meinte, dass ein böser Dämon uns eine Welt vorspielt, die es so gar nicht gibt, an deren Existenz wir aber fest glauben. Zusammengefasst lautet das Argument: Wir können nie sicher sein, dass wir nicht von außen gesteuert werden. Descartes' Zweifel hatten vor allem einen Zweck. Er wollte das Falsche und Unsichere ausschließen, um herauszufinden, was tatsächlich sicher ist.
Das einzige sichere und unbezweifelbare ist, dass man zweifelt, also denkt. Dieser Gedanke führte ihn zu seinem berühmten Satz: Ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. 7 Minuten nach Ende der Übertragung instruiert die Bodenkontrollstation Jack Swigert, die Ventilatoren in den 2 Flüssigsauerstofftanks der Raumfähre einzuschalten. Als der Fächer im 2. Tank angeht, führen beschädigte Kabel zu Funkenflug. Bis zur 56. Stunde verlief der Flug völlig normal. Wir hielten den Flugplan ein, waren sogar vor der Zeit. Angefacht durch den Sauerstoff breitet sich im Tank Feuer aus. Der rasche Druckanstieg lässt ihn platzen. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thrust activity here, Houston. It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. I'm checking the clock. Christ, there was no refresh. My reason for thinking the moon missions were faked is that the chances of success would have been unacceptably low and the price of failure outrageously high. Let's get that hatch button. The limb might have been hit by a meteor. Yep. The tunnel's really torqued with all the fluid. Houston, we got a pretty large bang there associated with a master alarm. Shit, it's main bus A. Houston, we have a main bus A undervolt now, too. It's reading 25 and a half. So now, put yourself in the executive-level meetings, the highest ones, where final go, no-go decisions are made. Put the president in the room. That's the level of meeting we're talking about. In fact, you're the president. How's that? And keep in mind that this isn't just another space mission. This is the big one. The one the whole world will be watching. The one for all mankind. Now recall that the entire purpose of the entire production was not scientific discovery or a valiant last-ditch effort to save the Earth from a planet-killing asteroid. It was just a massive warlike spending program disguised as a PR stunt. Kennedy promised it. Big money forces lobbied for it. The superiority of ideologies was at stake. Vastly more important than actual success, therefore, was the appearance of success. And the appearance was infinitely easier to accomplish than the actual. The stakes couldn't be higher. The cost of failure would vastly outweigh any benefit of success. So, you're the president. You have to decide. You ask the top experts at the table to bottom line it for you. What, you ask, are the odds? You're the one who has to give the thumbs up. So, think about it. What odds would you accept? What level of assurance would these homicidal bumblers need to provide before you'd greenlight a project in which failure would shame your nation and legacy forever? Bill Sapphire, this weekend is so filled with history. 30 years ago, the headline of your paper, the New York Times, Men Walk on Moon. But what has surfaced is a memo from one Bill Sapphire to H.R. Bob Haldeman, who was then President Nixon's chief of staff. We can put it on the screen. It was called In the Event of Moon Disaster. And it was a draft speech that you wrote that fate began, has fate has ordained that man who went to moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, know that there's no hope for the recovery. And Aldrin know that there's no hope for their recovery. Also know there is hope for mankind in their sacrifice. There is hope for mankind in their sacrifice. Tell us about this. Well, we have a tendency now to just assume that the moonshot, Apollo 11,
was a enormous technical feat that exhibited great hope for mankind. I remember when Frank Borman, who was the astronaut who acted as a liaison with the White House, called me up and said, you're working on this moonshot. You want to consider a alternative posture for the president in the event of mishaps. And that was, as far as I was concerned, a gobbledygook, and I didn't get it until he added, and I can hear him now, like what to do for the widows. Because at that time, the most important, the most dangerous part of the moon mission was to get that lunar module back up into orbit around the moon and to join the command ship. But if they couldn't, and it was a good risk that they couldn't, then they would have to be abandoned on the moon, left to die there. And mission control would then have to use their euphemism, close down communication. And the men would have to either starve to death or commit suicide. And for 17 years after that, we operated on the assumption that there could be nothing wrong in the space program. And then, of course, until the Challenger exploded on television in front of everybody. Es ist ein strahlend sonniger Tag, als nach mehreren Anläufen der Countdown für den 10. Start der Challenger in die finale Phase geht. Selbst die für Südflorida ungewöhnlich niedrigen Temperaturen trüben die Vorfreude der Zuschauer am Weltraumhafen Cape Canaveral nicht im geringsten. 2, 1, and liftoff of the 25th Space Shuttle Mission. Alles sieht zunächst nach einem Bilderbuchstart aus. Doch nach genau 73 Sekunden dann das Unfassbare. In 15 Kilometern Höhe bricht das Space Shuttle plötzlich auseinander. Am Boden und an den Bildschirmen zu Hause können Sie zunächst nicht begreifen, was da gerade passiert ist. Entsetzen auch bei den Eltern von Christa McAuliffe, die extra angereist waren. Ihre Tochter, eine Lehrerin aus New Hampshire, sollte die erste Zivilistin sein, die NASA ins All transportiert. Die zweifache Mutter hatte sich in einem landesweiten Wettbewerb unter 11.000 Bewerbern und am Ende unter 10 Finalisten durchgesetzt. Ich mag diejenige sein, die im Shuttle sitzen darf, aber ich werde uns alle 10 im Geiste mitnehmen. Die Ermittlungen der NASA ergeben später, dass ein Versagen eines oder mehrerer Dichtungsringe in einer der Feststoffraketen Ursache für die Katastrophe war. Offenbar waren die Dichtungen in der Kälte spröde geworden. Keines der 7 Besatzungsmitglieder überlebt das Unglück. US-Präsident Ronald Reagan versucht, den Angehörigen, aber auch der schockierten Nation Trost zu spenden. Manchmal passieren solche schmerzhaften Dinge. Es gehört zum Wesen von Forschung und Entdeckung dazu. Es ist eben riskant, die Grenzen der Menschheit verschieben zu wollen. Doch die Zukunft gehört nicht den Zaghaften, sie gehört den Mutigen. Das Space Shuttle-Programm wird fortgesetzt. Doch als im Februar 2003 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auch die Columbia auseinanderbricht, ist es der Anfang vom Ende der Weltraumfähren. Wir dachten ursprünglich, dass das Space Shuttle ewig funktionsfähig sein würde, dass wir es fliegen können, so wie ein ganz normales Flugzeug. Das war nicht der Fall. Es war immer ein Versuchsprogramm. We realized what enormous risks that were being run by these astronauts. They laid their lives on the line every time. Would you say yes to a 60% chance of success? When is this meeting being held? If it's in 1967, then, as president, keep in mind that 3 astronauts, including a program whistleblower, were just burned to death during a launch rehearsal that was not considered dangerous. Die 3 Männer starteten die Kapsel, während sie Checklisten durchgingen und Geräte testeten. Das erste Problem trat auf, als Grissom in das Raumschiff einstieg und an die Sauerstoffversorgung angeschlossen wurde. Er beschrieb einen stark säuerlich riechenden Geruch in der Raumanzugschlaufe. Das Team hielt sofort an, um eine Probe zu entnehmen. Nach einer hitzigen Diskussion entschied man sich, den Test fortzusetzen. Das nächste Problem war eine hohe Sauerstoffflussanzeige, die den Hauptalarm auslöste.
Die Männer hielten Rücksprache mit dem Personal des Umweltkontrollsystems. Sie glaubten, der erhöhte Zufluss sei durch Bewegungen der Besatzung verursacht worden. Die Angelegenheit wurde nicht behoben, aber der Test fortgesetzt. Ein drittes, ernsthaftes Problem trat bei der Kommunikation auf. Anfänglich schien sie nur zwischen Grissom und dem Kontrollraum fehlerhaft. Obwohl man entsprechende Anpassungen vornahm, weitete sich die Schwierigkeit aus. Aufgrund der gestörten Kommunikation kam alles um 17.40 Uhr zum abrupten Stillstand. Um 18.31 Uhr waren die Testleiter bereit zum Countdown. Plötzlich zeigten die Bodeninstrumente einen unerklärlichen Anstieg des Sauerstoffzuflusses in die Raumanzüge an. 4 Sekunden später erklärte Chaffee über die Sprechanlage: Feuer, ich rieche Feuer! 2 Sekunden später wurde die Stimme von Astronaut White eindringlicher: Feuer im Cockpit! Die Protokolle für die Notrettung sahen ein Minimum von 90 Sekunden vor. Bei Übungsflügen wurden die Routinen jedoch nie in der vorgegebenen Zeit durchgeführt. Grissom musste Whites Kopfstütze absenken, damit White hinter seine linke Schulter greifen konnte. Dort wollte er mit einer Ratsche die erste einer Reihe von Verriegelungen lösen, aber der Rauch überwältigte ihn schon bald. Raumfahrttechniker rannten auf das versiegelte Raumschiff zu, doch bevor sie es erreichten, zerbrach das Kommandomodul in einem Meer aus Flammen und dicken schwarzen Wolken. Viele der Mitarbeiter versuchten zu fliehen. Sie befürchteten, das Feuer könnte das Startfluchtsystem auf Apollo auslösen, was verheerende Folgen haben würde. Einige blieben zurück, um die Astronauten zu retten. Die große Hitze und der Rauch trieben sie jedoch zurück. Aber schließlich gelang es ihnen, die Luke zu öffnen. Leider waren alle 3 Astronauten trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. What if they tell you 70%? Meaning only a 30% chance that the whole deal doesn't end in a lasting national shame and an effortless victory for the Soviet Union. Mein Name ist Roger Beaujolais. Ingenieur Roger Beaujolais arbeitet für Thiokol, die Firma, die die Startraketen für die NASA hergestellt hatte. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Er machte 1986 seine Aussage vor der Kommission. Er hatte ebenfalls erkannt, dass eine komplexere Kette von Ereignissen stattgefunden haben musste. Wenn wir einen Leck an der Verbindungsstelle gehabt hätten, hätte die Explosion bereits bei der Zündung stattgefunden. Und nicht nur das Shuttle mit den Astronauten in die Luft gejagt, sondern auch die gesamte Startrampe. Beaujolais' Hinweise verblüfften die Kommission. Er sagte aus, er habe gewusst, dass die kalte Witterung die Mission gefährden würde. Er war aufgrund von Hinweisen aus einem früheren Start zu dieser Überzeugung gelangt. Ein Jahr zuvor war 1985 die Raumfähre Discovery an einem kalten Januarmorgen gestartet. Die Temperatur lag bei nur minus 11 Grad, die tiefste Temperatur bei einem Start vor dem Flug der Challenger. Nach der Bergung der Startraketen der Discovery entdeckte Beaujolais ein wesentliches Problem an einer der Feldverbindungen. Um die Dichtungsringe lagerten große Mengen Ruß und es waren Brandspuren zu sehen. Beaujolais glaubte, dass die Kälte die Ringe spröde gemacht hatte und diese deshalb nicht mehr dicht hielten. Bei weiteren Untersuchungen stellte er fest, dass die Discovery nur knapp einer Katastrophe entgangen war. Noch 1 Millimeter und die Dichtungsringe wären komplett durchgebrannt. Beaujolais hatte sogar noch 12 Stunden vor dem Start versucht, diesen abzubrechen. Schauen Sie sich das an. Sehen Sie genau hin. Das wird zu einer Katastrophe führen. Hätte man auf ihn gehört, hätte die Katastrophe nie stattgefunden. How about 80%? Meaning only a 1 in 5 chance that whenever anyone looks at the moon, all they'll think of is those clean-cut boys America sacrificed to national vanity. What if they tell you there's a 90% chance of success? Being not a total idiot yourself, you take anything these agenda-driven experts tell you with enough grains of salt to stop your heart. A 90% chance of success, you figure, might be more like 0.09. So, what odds would you accept? Try to take into account the ethos of the time, the realistic chances of success, how much you trust your so-called experts,
and the horrific consequences of failure. When you weigh all the factors, there's really no choice. So now you, the President of the United States of America, respond the only way you possibly can. Hell no, you say. Screw Kennedy's legacy. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Thumbs down. Scrub it. Now, get the hell out of my office. But they don't get out of your office, do they? In fact, the head guy sitting across from you doesn't even seem surprised by your decision. Yes, sir, he says, but did I mention Plan B? Now you, as president, finally get it. These guys never thought you'd go for Plan A. They know just as well as you do that the whole idea is just pie-in-the-sky nonsense. It's called a door-in-the-face technique. They make you one offer, knowing you're going to slam the door on them, and then they make another offer, the real offer, which by contrast looks pretty good. You see that this whole pitch has just been a setup for the real plan they came to sell. What's Plan B? You ask. Well, sir, he replies, Plan B is we just fake the whole thing. Hire some movie people and shoot it on a soundstage. Only a handful of people would ever know the truth. Are you completely out of your goddamn mind? You scream in a reasonable tone. Strangely enough, no, sir, he says. I don't think so. Plan B would have about 100% chance of success, and a 0% chance of littering the night sky with dead Americans. Plan B has many precedents for success and no failures. And, of course, we have Hollywood. Plan B offers all of the benefits and none of the risk. You're absolutely correct that an actual moon mission would be astronomically likely to blow up in our faces. But bullshitting is right in our wheelhouse, sir. After all, Mr. President, we are the government. It's what we do. And maybe bullshit makes sense to you. So now you, as president, are not being asked to approve a Looney Tunes moon mission, but some good old American bullshit with the promise of an ideological and space race triumph. So now, it's a no-brainer. You give the thumbs up, and they agree to name a space center after you. Ich will die Geschichte von der Mondgöttin. Schon wieder? Erzähl sie mir, Mama. Eine bildschöne Frau und ein stattlicher Mann waren verliebt. Aber dann trank sie versehentlich ein Zauberelixier. Und trieb davon. Und ihre große Liebe blieb zurück. Nun wartet sie auf ihn. Auf dem Mond. Hey, 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 hey.
Wir sind 8 Milliarden Astronauten auf der größten, der perfekten Raumschiff mit dem Namen Erde. Und das ist doch erstaunlich. Und deshalb sollten wir bewusst sein von unserer Kondition und lernen, mehr friedlich auf dieser Planete miteinander zu leben. Und achten auf unser Raumschiff.